Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. So, wir sind wieder im Zimmer unseres Vaters, meine ich. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since. Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean. Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just. I'll call if I need you. Ich muss mal einmal kurz in die Einstellungen rein und einmal die Stimmen ein bisschen dämpfen. Ich denke, das wird reichen. Ja. Wir haben nichts auf der Checkliste. Zum Badezimmer werden wir uns definitiv nicht verlaufen. Ekelhaft. Wir haben nichts auf der Liste oder so. Und ich denke, es ist immer noch Kalkulation. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a five-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. So, wir sollen also in den Keller den Brennofen wieder starten. Irving. Are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting. I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Ich habe hier gerade einen Raum entdeckt. Gamer Room. Moa. Street Warrior. Ich habe, glaube ich, das Licht gerade übersehen. Das ist ja cool. Will ich noch eine Diskette? Da habe ich auch noch was. Aber ich gehe erstmal hier runter. Ich kann natürlich jetzt überall lang, ne? Das ist ja. Ja, genauso wie ich es vorhin gesehen hatte. Die leere Axthalterung, super.
die Äxte und die Eispickel, Spitzhacken und sowas verschwinden immer. Farbeimer, Hydraulikpumpe, Ofen. Ofen. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 PSI. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing. Just talking to an old friend. Ah, der Druck. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Okay, jetzt sollen wir duschen gehen, aber ich möchte irgendwie... Oh, die Wäsche... Rei, sag ich mal. Da stehen die ganzen Waschmaschinen. Eine Wäscherutze. Rutze. Eine Wäscherutsche. Und ein Arbeitsplan. Ben, Alessia oder Alissa? Carina? Kann ich richtig lesen? Ah, cool. Okay. Ich gehe erstmal hier lang wieder. Bleib mal hier so in dem Abschnitt. Wenn ich mich hier einfach nur so ein bisschen umschauen mal. Ach, das ist so ein Skihotel. Und hier ist von der Garage aus die Dingens, die hier. Ja. Okay, das Klirren ist jetzt sehr unheimlich. Aber das sind nur die Ketten hier. Okay, cool. Zur Skiroute. Ski-Route. Gut, dann war ich hier jetzt auch schon. Und wenn ich jetzt hier wieder, dann müsste das doch jetzt wieder der Hauptflur sein zum... Richtig. Ja. Okay. Dann bin ich da jetzt schon lang gegangen. Gut, dann kann ich das jetzt erstmal wieder zumachen und dann kann ich jetzt hoch ein Bad nehmen. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. So, in die Zimmer komme ich ja nicht rein, weil ich dafür einen Generalschlüssel bräuchte. Und wir sollen jetzt, weil das Bad ausfällt oder die Dusche, sollen wir jetzt einfach in unser Zimmer gehen. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey! Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. I get it. Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well...
Right. I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Ich würde da kein Auge zutun, ey. Das ist mir viel zu groß, viel zu unheimlich. Und wisst ihr, was mir ein bisschen komisch vorkommt? Wieso weiß der über alles Bescheid? Also der kennt sich ja in dem Hotel aus wie in seiner Westentasche. Auch mit dem Ofen. Ich meine, dass die im Keller sind, ist klar. Das ist simple Logik. Aber mit dem Anmachen und das alles Tag 2. Also wir sind, das war der erste Tag, wo wir angekommen sind. Und wir sind jetzt beim Tag 2. Und irgendwas ist komisch. Ich weiß nicht. Auch überall sind die ganzen Äxte weg. Unsere Kirchenglocke läutet schon wieder. So, die erste Nacht überlebt. Der Sturm sieht gar nicht mehr so schlimm aus, würde ich jetzt sagen. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? I was wide awake for hours. Then suddenly, darkness. So, any news? What? Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... But... You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Ich denke lieber meine Grundbedürfnisse. I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Ich gehe mal davon aus, dass die Vorratskammer hier irgendwo ist. Ich finde es ein bisschen... Oh. Nicole? Irving? How long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Hmm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Huh. Ach so, und hier kommen wir vom Dining Room. Ja, okay. Gut, da war vorhin die Vorratskammer nicht. Dann gucken wir mal. Was ist hier für ein Raum? Ach, hier ist das Büro unseres Vaters. Okay, dann habe ich den Gang ja dann auch schon. Das ist die Kühlung. So, Vorratskammer. Da hinten oder da? Geh erstmal hier rein. Ja. Verdorbenes Essen. Überall. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay.
Oh, ich habe irgendwie eine dumme Befürchtung. Von wegen, unser Schlüssel ist nicht mehr an Ort und Stelle und und jetzt sollen wir in den Gefrierschrank gehen und der geht bestimmt zu. Wir werden da bestimmt eingeschlossen. Können wir nicht irgendwas davor schieben? Hier sind Dosen. Bohnen. Ich wusste es. Hey, you kidding? Ach, jetzt geht ja auch nicht ans Telefon, der Typ, aber wir kann mir ja auch nicht helfen. Fuck. Okay, wir müssen gucken, ob wir irgendetwas. Was? Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't close. Are you fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Na gut, dass sie so ausrastet, kann ich verstehen. Ich wäre, boah. Mikrowelle könnte nützlich sein, um die Bohnen aufzuwärmen. Ich hätte jetzt zwar den Ofen angemacht, aber naja, gut. In der Dose. Hat wenigstens einen Topf genommen. Irgendwie glaube ich nicht, dass die Tür zugefallen ist. Ich weiß nicht, hier ist noch jemand mit uns im Hotel. Ich habe so ein ganz dumpfes Gefühl, ich weiß nicht warum. Da geht's runter zum Keller. Hier ist der Wäsche-Ding. Und hier geht's zur anderen Seite. Wahrscheinlich da, wo der Ballroom ist. Ja, weil das da ist der lange Flur von der Küche. Mhm. Ja, ich komme ja schon. Boah, ist ja genauso nervig wie meine Mikrowelle. Die klingelt auch die ganze Zeit, bis man das Essen da rausholt. Boah, jetzt krieg ich auch Hunger. Ich meine, ich esse zwar keine Bohnen, aber... So, wir haben geschmacket. Aha. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Ich geh heulen. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... this is a swear word and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Okay, wenn wir uns eh im Hotel umsehen sollen, dann gehe ich direkt mal hier auf die andere Seite und dann erkunden wir direkt mal den Ballroom. Ich mache mal hier direkt, oh, da war schon ein Löchlein, die Tür direkt zu. Hier geht es wieder auf. Was haben wir hier? Hier müsste...
das Kaminzimmer sein. Oh, Wolf, Wolf, Wolf. Das Hexenfeuer des Hotels. Oh, nicht schlecht, ey. Sie hat so immer noch so ihre kindheitlichen Gedanken dabei. Ach, hier geht's zum Museum. Okay, dann habe ich diese Tür jetzt auch verstanden. Warte mal. Von wo kam ich denn jetzt? Ach so, ja, ich kann ja nur noch raus. Okay, das Kaminzimmer. Haben wir untersucht, okay. Hier ist noch ein Raum. Das ist der Ballroom. Okay. So viele versteckte Ecken. Das erinnert mich an welche und auch da schon wieder. Das ist doch so ein versteckter Durchgang. Das erinnert mich so ein bisschen an Gone Home. Was ist das? Oh. Was war das denn für ein Geräusch? Pick. Schwein. Ist das... Oh. Keiner will das tun. Ist das... Vandalismus. Ja, das ist Vandalismus, aber ist das... Nein, das ist Farbe. Okay. Oh. Man hasst es doch, ey. Hier sind auch viele Bilder abgenommen teilweise. Auf den Toiletten hat schon lange keiner mehr geputzt. Hier hat man nicht randaliert. Das ist creepy. Warum hängt hier ein Kreuz auf dem Klo? Ja gut, das beschädigt allemal, ne? Hier sind überall Risse. Und so. Na gut, dann gehe ich da durch zum Ballroom. Ich muss mir mal die versteckten Türen merken. Die können wir mit Sicherheit nachher alle durchqueren. So. Hier geht's nach oben. Obwohl, das könnte ich ja eigentlich auflassen mal. Aber das war der Ballroom. Ein verstimmtes Piano. Mikrofon. Bühne. Zimmer. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich das Zimmer von... Komme ich nicht rein. Ach, von den Schaustellern oder von den Sängern? Mein Gott, ist das unheimlich, ey. Hier knatscht es und knackt es überall. Und das war mehr als unheimlich. Hier ist noch eine Bar. Ja, jetzt sind wir wieder hier, genau. Dann habe ich ja jetzt hier unten eigentlich alles außer die Geheimtüren durch. Ich habe vorhin schon gesehen, da ist auch noch eine. Als ich hier so oft vorbei bin, aber da stehen die Kisten vor. Ob wir die überhaupt durchqueren können, ist eine andere Sache. So. Der zweite Durchgang. Das zweite... Dingens. Die Augen eines Mörders. Naja, würde ich jetzt nicht so sagen, aber...
warum ist dieses Zimmer richtig verschraubt, abgeschlossen? Und so eine grüne Markierung da dran. Mhm. Werden wir bestimmt noch irgendwann rein müssen. Hier geht's zum Mitarbeiterding. Ein Fleck. Ein Handabdruck. Sieht auch aus, teilweise wie ein Gesicht. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Also wir sind jetzt hier wohl im zweiten Stock schon. Ich bin jetzt aber so hoch gegangen. Und was mache ich, wenn ich jetzt... Was sind das immer für Geräusche? Das kommt doch von dem Telefon, was wir bei uns tragen, oder nicht? Ah ja, das sind diese Mitarbeiterräume hier. Dann kommt man nochmal runter. Also ist das Hotel eigentlich recht schlau aufgebaut, weil man könnte, die Mitarbeiter können hier hoch und runter und überall langlaufen. Hier, die haben sogar ihr eigenen Zimmer hier. Ist hier gerade eine Tür aufgegangen? Ich sag doch, wir sind nicht alleine. Hier ist auch schon wieder. Da ist eine Taschenlampe. Dynamo, Flashlight. Work a little bit. Hier ist es so eine Dynamo-Taschenlampe und wir sollen ein bisschen arbeiten, damit das Licht ist. Also da muss man wohl. Also sind das nicht diese. Das sind diese Dinger, wo man kurbeln muss. Was ist das hier für ein Raum? Auch Mitarbeiter. Okay. Habe ich durch. Die Tür geht gar nicht zu. Was ist hier oben? Na, ganz toll. Der unheimlichste Raum überhaupt. Also der Vater hat auch so diese Ureinwohner so ein bisschen geehrt. So, jetzt müssten wir beim zweiten Stock sein. Dann sind die Zimmer natürlich alle zu. Ich bin definitiv im zweiten Stock. Ja, hier wäre ich dann hoch, genau. Ja, da war der Handfleck da vorhin, einmal um die Ecke. Gehe ich mal hier so lang. Hier komme ich mal nicht in den Step rein. Step meine ich. Da ist was zu. Kostenplan. Angenommen. So, wir können hier den Schimmel. Hier ist noch ein Zimmer. Hier sind Kerzen. Und sieht aus wie Runen auf dem Buch. Checkliste. Electronics, stinking Insel, Walls, Rats, enough is enough. Also der war nicht zufrieden mit seinem Zimmer hier und der berichtet wohl von Ratten, ob Ratten vielleicht in den Wänden sind. Weil er was hört. So, und wir müssen den Schimmel melden. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Ah. Meine Lieben, ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.